Hallo und herzlich willkommen. Guten Tag aus dem malerischen Lübben. Schön, dass Sie uns angeklickt haben. Es kann sich für Sie lohnen, vor allem wenn Sie im Närmisch-Spreewald-Kreis wohnen. Denn bei uns geht es um ein wichtiges Zukunftsthema für den Landkreis. Deswegen haben wir das Wichtigste für Sie gerade mal kurz zusammengefasst. Ein bisschen ähnelt das Gebäude der Kreisverwaltung in Lübben einer Festung. Und tatsächlich ist es so, wer hier residiert, der hat das Sagen im Landkreis Närmisch-Spreewald. Im Oktober können die Wähler entscheiden, wer für die nächsten Jahre von hier aus als Verwaltungschef die Richtung in der Kreisentwicklung vorgibt. Am Ende geht es um die Frage, wer residiert nach der Wahl hinter dieser Tür. Bisher können sich die Wähler zwischen zwei Kandidaten entscheiden. Der Sozialdemokrat Stefan Luge will seinen Stuhl im Landratsbüro verteidigen. Gleichzeitig sägt einer seiner Stellvertreter kräftig an Luges Sitz in der Kreisverwaltung. Bildungsdezernent Carsten Sass will für die Christdemokraten neuer Chef im Landratsamt werden. Oh Mann, Stefan Loge sieht ja ganz schön angriffslustig aus. Du, weißt du eigentlich, Ingwill, ob die beiden sich untereinander gut vertragen oder ob es dicke Luft gibt, seitdem der Wahlkampf läuft? Also ich glaube, als Kandidaten existiert da sicherlich eine gewisse Rivalität und das muss ja auch so sein. Jeder will den Wähler davon überzeugen, dass er der Bessere ist. Das ist ganz klar im Wahlkampf und ist, glaube ich, immer so. Dann haben sie aber beide ja auch noch eine Rolle als Teil der Führungsspitze der Kreisverwaltung in Närmisch-Spreewald. Und da traue ich beiden doch zu, dass sie so sachlich und professionell sind, dass sie weiterhin gut miteinander arbeiten. Du, meine Liebe, ich fürchte, das ist so. Denn wir haben die beiden ja schon gefragt nach ihrer Motivation für die Kandidatur und wir haben sie auch gefragt nach ihren Schwerpunkten für Wirtschaft. Und da musste man schon ganz genau hinhören, wenn man die Unterschiede feststellen wollte. Vielleicht sieht es ja diesmal bei der Bildungspolitik anders aus. Bleiben Sie übrigens dran. Diese Woche machen wir was zum Thema Bildungspolitik. Nächste Woche was zum Thema Flüchtlingspolitik. Und das ist ein Thema, was ebenso wie die Bildung beiden Kandidaten erklärtermaßen sehr am Herzen liegt. Ich denke, wir haben einen sehr, sehr guten Ausstattungsgrad. Der Landkreis ist zuständig für die Gymnasien, für die Förderschulen, für die Oberstufenzentren, aber auch für unsere Sehbehindertenschule, die Schule des zweiten Bildungsweges, die Volkshochschule, die Musikschule. Und wir haben da sehr viel in den vergangenen Jahren investiert. Aber nicht ist so gut, dass es nicht noch besser werden kann. Wir haben schon wieder Gebäude wie in Königs Wusterhausen, das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium. Das war das letzte Mal vor 20 Jahren dran. Da sind wir jetzt schon wieder in der Projekterhebung. Ja, und so dreht sich immer der Kreis. Multimediale Ausstattung haben wir immer zu aktualisieren. Ich war da anfangs immer skeptisch, ich bin da so ein bisschen ein Klassiker. Aber ich habe natürlich auch dazu lernen müssen für unsere jungen Leute, aber auch für unsere Pädagogen, ist es ganz wichtig, immer up-to-date zu sein. Und diese Technik kostet, aber sie bringt auch sehr viel. Die Schulen in unserer Trägerschaft sind außerordentlich gut ausgestattet. Wir haben in den vergangenen Jahren viele Millionen Euro ausgegeben, um Schulen zu sanieren und Fachkabinette zu gestalten. Zum Beispiel am Wohnstedt-Gymnasium in Luckau oder auch am Schiller-Gymnasium hier in Königs Wusterhausen. Den Weg werden wir künftig am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium fortsetzen. Wir haben zugleich das Oberstufenzentrum mit der Sporthalle in Königs Wusterhausen und dem Sportplatz gestaltet und auch die Förderschulen nicht vergessen. Hier brauchen wir aber für künftige Sanierungs- und Investitionsentscheidungen insbesondere auch ein deutliches Signal der Landespolitik, wie sie sich Inklusion auf der einen Seite und Zukunft der Förderschulen auf der anderen Seite vorstellt. Als Landrat werde ich meine bisherige erfolgreiche Politik fortsetzen und der Bildung einen hohen Stellenwert zumessen. Denn ich denke schon, dass durch eine sehr gute Ausstattung in den Schulen auch gute Bildungserfolge zu erzielen sind, da sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrerkolleginnen motiviert an die Arbeit gehen. Für die Zukunft werde ich ein hohes Augenmerk darauf legen, dass die Fachkabinette gut ausgestattet sind und dass wir Fachkabinette auch sanieren. Und gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern möchte ich darüber reden, Schulen auch entsprechend digital auszustatten, um sie zukunftssicher zu machen. Ja, ich denke, dass wir in dieser und jener Förderschule auf alle Fälle nochmal Hand anlegen müssen im investiven Bereich. Dort bin ich aber momentan verunsichert, wie sich das bildungspolitische
Fortleben im Rahmen der Inklusion seitens des Landes Brandenburg weiter gestalten wird. Denn wenn wir nicht wissen, wohin der Zug fährt, ist eine Investition letztendlich dann auch recht verantwortungslos. Ich möchte auch weiter in den Fachkabinetten unserer Schulen, vor allen Dingen auch der höheren Bildungswege, doch für Moderne sorgen. Und das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Königs Wusterhausen braucht die erste Sanierung, die sie nach 20 Jahren nun endlich wieder haben muss. Diese Schule war die erste, die unsererseits auf modernsten Stand gebracht wurde. Aber wie gesagt, 20 Jahre sind schnell vorbei. Da geht wieder alles von vorne los. Ich möchte mich nicht hinter Zuständigkeiten verstecken. Selbstverständlich ist Bildung und die Bildungsinhalte Sache des Landes. Aber ein Landrat ist auch Moderator und Multiplikator von den Menschen, von der Basis in Richtung der Landespolitik. Da habe ich in den vergangenen Jahren doch eine ganze Menge Aufmerksamkeit mir in Potsdam erlangen können. Und trotzdem bin ich nie zufrieden mit dem, was sich gegenwärtig vor allen Dingen auch abspielt. Zu wenig Lehrer. Ich will sehen, dass wir junge Leute weiter motivieren, auch diese höheren Bildungswege auch im pädagogischen Bereich anzugehen. Und da macht es sich auch ganz gut, wenn man gute Leistungen von guten Schülern jährlich auch bewertet. Das mache ich, wenn ich die besten Abiturienten auszeichne. Ja, und den Lehrerberuf als solches auch wieder in aller Munde zu bringen. Ich denke, das ist ein gesamtgesellschaftliches Ansinnen und das würde ich gerne mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam tun. Ansonsten gute Lehrmittel, moderne Lehrmittel, Aufgeschlossenheit, ja, Weitsicht und ein ganzes Stückchen auch das starke Bewusstsein für Demokratie. Als Bildungsdezernent habe ich in den vergangenen Jahren eine umfangreiche Schulstruktur gestaltet. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, die Oberschule in Goyerz außerhalb von Lübben zu erhalten, genauso wie die Blindenschule hier hinter uns in Königs Wusterhausen. Und mir war wichtig, dass wir eine Schulstruktur haben, die sämtliche Bildungsübergänge ermöglicht. Sowohl von der vierten Klasse in Leistungs- und Begabungsklassen, als auch nach der zehnten Klasse über das berufliche Gymnasium zum Abitur. Und wir haben mit dem zweiten Bildungsweg super Möglichkeiten, um hier auch Bildungsabschlüsse nachzuholen. Wir sind ein Landkreis, an dem es noch Aufstieg durch Bildung heißt. Diesen Weg werde ich als Landrat fortsetzen.